Der Inhalt der nachfolgenden Spielszenen ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, würde ich Sie bitten, das nachfolgende Video nicht anzusehen und sich stattdessen mit einem meiner jugendfreien LPs ohne diese Kennzeichnung zu beschäftigen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Herzlichen Dank, Ihr Tefkal. So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und einem neuen Spiel von mir, eurem Tefkal. Wir spielen heute und die nächsten Donnerstage Stasis oder Stasis oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Es handelt sich hier um ein, ich glaube, Horrorspiel. Zumindest ein recht spannendes Spiel soll das werden. Oder eine Sache, ein Psycho-Horrorspiel im Großen und Ganzen, so wie ich es eigentlich ganz gerne mag, wenn es schon ein Horrorspiel sein muss. Und zwar weiß ich eigentlich nur, dass es ein Weltraumspiel auf einem Raumschiff und dass wir in einer isometrischen Perspektive spielen, soweit ich weiß. Weiteres weiß ich glaube ich nicht, denn ich habe bis jetzt nur den Trailer gesehen, habe das mir dann gebookmarkt als interessantes Spiel und habe es dann auch gekauft, relativ schnell, nachdem es dann irgendwann draußen war. Und da ist es und wir spielen es heute. So, ich drücke auch mal auf neues Spiel und halt die Klappe. Stasis plug suit. Please hold still while your biometric scans are completed.
Mortal wound fractures along ribs 3, 5, 11, and 14. Extreme muscle atrophy. Danger of heart failure. Danger of pneumothorax. Seek immediate medical attention. Medical data storage is damaged. Formatting quantum storage device. Plug suit quantum storage device is ready for physical record storage. Ah ja, und da sind wir auch schon. Was blinkt hier oben auf? Ich klicke mal drauf. Ah, ist mal im Menü. Okay, Spiel fortsetzen. Das können wir machen. Okay, wir sind auf mal John. Ich weiß nicht genau, wie man das steuert. Linksklick wahrscheinlich oder rechtsklick. This isn't my ship. Okay, wach also auf einem fremden Schiff auf. Ich fand es sehr interessant, das Schiff, auf dem wir, auf dem wir offenbar fliegen, scheint irgendein anderes Schiff abzuschleppen oder irgendwas in der Richtung. Ich habe mich erst gefragt, was das für riesengroße Tentakel hinten dran sind, aber scheinbar so eine Art Abschleppschiff zu sein. Ich bin sehr gespannt, was alles damit auf sich hat. Und es hat alles insgesamt so ein bisschen schon so eine Alien-Atmosphäre, also wie in den Alien-Filmen 1 bis 3, würde ich mal sagen. Im vierten, das war ein bisschen bunter, aber freut mich sehr. Ich habe die Filme sehr gefeiert. John, kann man dir irgendwas machen? Rechtsklick? Nein. Linksklick. Flüssigkeit. Eine verschmähte Lache einer dunklen, klebrigen, geronnenen Substanz. Blut vielleicht? Ich kann da hingehen, aber ich kann nichts draufklicken. Ein Dampf. Der feuchte Dampf, der aus dem Glasrohr emporsteigt, verbreitet einen ekelhaften, süßen Geruch. Wie von Tod, nicht wahr? Maschinen. Der Raum ist still und kalt, aber die Maschinen geben Wärme ab. Mhm. Also ich klicke immer mal auf irgendwelche Dinge, aber es passiert dabei nichts. Momentan kann ich immer nur da drüber fahren und die Dinge vorlesen. Das tue ich ja gerade. Terminal. Oder Terminal. Subjekt Maracek J. Chargennummer 165A8. Status. Kryostase unterbrochen. Das müssten wir ja wohl sein. J. Maracek. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Linksklick nicht, rechtsklick nicht. WASD funktioniert nicht, nein. Okay, das hat man schon. Ist hier unten irgendwas? Eine weitere Kühlröhre. Ein grauenhaftes Gesicht, die Haut fest über die Knochen gespannt, ist an die Wand dieses Glasbehälters gepresst. Ah, okay, dann ist wohl jemand aus der, weiß nicht, aus der Lichtgeschwindigkeit oder was auch immer, zurückgekehrt sozusagen. Also das Schiff fliegt offenbar mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und scheinbar gibt es sowas wie, wie Dämpfer. Also so eine Art Stoßdämpfer für die Insassen, die Insassen sozusagen davor bewahrt, vor die nächste Wand geklatscht zu werden bei super hoher Geschwindigkeit. Ich schätze aber, die jetzt offenbar nicht funktioniert. Stasisbehälter Terminal. Dieses Terminal scheint offline zu sein, ja. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch tot. Kryorohre. Der gekrümmte Körper in diesem Glasbehälter ist in eine dickflüssige, bernsteinfarbene Flüssigkeit eingelegt, sodass man die Person nicht genau erkennen kann. Vielleicht ist es auch besser so. Ist noch irgendwas hier unten? Ja. Subjekt Jackson P. Chargennummer 165A7. Status Kryoredefekt. Bitte Wartung benachrichtigen. Ah ja, okay. Und wir sind 165A8. Okay. Hä? Was ist denn der? Dieses Terminal scheint offline zu sein. Wenn das die 7 ist. Und das die 8. Was ist denn das bitte? Was bist du? In der Glasröhre hängt eine Leiche wie eine groteske Puppe, verwickelt in den Rohren und Kabeln, die einst Leben erhalten haben. Ist nun nichts als eine leblose Hülle. Okay. Ein weiteres Terminal. Subjekt Anderson S. Chargennummer 165A4. Status Kryoröhre defekt. Bitte Wartungsabteilung benachrichtigen. Okay, ist also nicht numerisch nach oben gerichtet. Also 4, was war das? 8, 7 und so weiter. Okay. Hier ist aber was, was mich durchaus interessiert. Kann man sich eigentlich... Kann man den Bildschirm bewegen? Weiß ich nicht. Also würde er sich bewegen, wenn wir weiter nach links gehen? Nein, macht er nicht. Okay. Bedienungsstuhl. Das abgetragene Leder des Stuhls ist rissig. Die Altersspuren sind klar erkennbar. In der die Bildschirme. Das einzige vernehmbare Geräusch im Raum ist das elektrostatische Rauschen der Monitore. Das flackernde Licht wird auf den Lederstuhl geworfen. Die Risse im Material sind trotz der Staubschicht nicht zu übersehen. Wie alt ist dieses Schiff? Kann man hier durch? Verschlossene Tür? Okay. My heart. Ach stimmt, du warst schwer verletzt. Please seek immediate medical attention. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir nicht einen Arzt kontaktieren können hier in diesem Spiel. Kann ich jetzt hier durch, offenbar.
Die Frage ist natürlich auch noch, wer bin ich? Wo bin ich? Ach, hier. Heart rate detected. Automated medical care systems are non-functional. Please seek medical attention. I'm trying. Okay. John? Kann man hier links lang? Nein. Okay, Alarmleuchte. Die Lichter pulsieren warnend auf. Wahrscheinlich nicht wegen mir, sondern wegen irgendwas Externen. Mal gucken. Ah ja, hier kann ich wieder zurückgehen. Okay, interessant. Drehende Ventilator. Entschuldigung. Die Schatten eines sich langsam drehenden Ventilators bewegen sich träge über den Gitterboden. Ja, zumindest scheint die Belüftung noch zu funktionieren in irgendeiner Form. Alarmleuchte immer noch. Und ein weiterer. Der Ventilator dreht sich langsam und zirkuliert Luft in dem feuchten Flur. Warum ist es feucht? Wir müssen auch mal hier lang. Ich nehme kurz mal ein Stückchen zu trinken. Hallo. Please. Is anyone there? Okay. Hier ist eine verschlossene Tür. Hier kann ich auch irgendwo hin. Was ist das denn hier? Ein Stuhl. Die Stühle sind leer, das Leder ist durch Abnutzung an den Nähten und runden Kanten aufgeplatzt. Die zerfressene Polsterung dringt aus den Rissen im Stoff hervor. Alter, das muss ja schon unglaublich alt sein, dieses Schiff. Ah ja, hier ist Bucht 1, hier ist Bucht 2. Wir waren in Product Storage, also praktisch im Laderaum. Okay, kann ich mit dem Stuhl irgendwas machen? Also komisch, dass der Symbol da ist. Was war hier jetzt? Man kann es damit nichts machen. Okay, ein weiterer Stuhl, wo das gleich nochmal steht. Was ist das? Holographischer Beamer. Die Worte Holotron-Beamer sind auf dieser Maschine in Metall eingeprägt. Aber der Bildschirm ist zerschlagen und sieht nicht reparierbar aus. Abgeschalteter Roboterarm. Ein nutzloser Roboterarm ist am Schreibtisch festgeschraubt. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Aber hier kann ich irgendwas machen, weil hier ist ein Symbol. Check-in-Terminal für Produkte. Auf dem blinkenden Bildschirm steht die Nachricht Check-in-System für Produktlager. Okay. Produktlager-Checkliste. Ja, lass uns da erstmal über uns ein bisschen informieren. Subjekt Maracek J. Oder John. Chargennummer 165A8, Blutgruppe 0 positiv, Geschlecht männlich, Alter 38. Stasisbehälter aufgenommen, persönliches Transportschiff abgefangen auf dem Weg zur Titanstation Espensa 1 von 3 Stasisbehältern. 1 von 3 Stasisbehältern? Okay, wir sind also in einem Schiff geflogen zur Titanstation Espensa und es waren 3 Stasisbehälter an Bord, aber es war nur einer, also wir wurden aufgenommen. Interessant. Ist noch irgendwas hier? Nein. Guck ich mal diese super alte Konsole an. Wie geil ist das denn bitte? Mal zurück. Wer sind denn die anderen Toten, die um uns herum waren? Anderson S. 16544 ist, glaube ich, war ganz links an der Tür. Der Verdrehte. ja, das brauche ich nicht vorlesen. Ja, Blutgruppe 0. Geschlecht männlich, Alter 36. Stasisbehälter aufgenommen. Bergbautransport auf Umlaufbahn um Titan. Teil einer langfristigen Terraforming-Operation. 1 von 17 Stasisbehältern. Reserviert für Projekt Kitchen Knife. Okay, kann man draufklicken? Nein. Jackson P. Blutgruppe AB positiv, männlich Alter 19, vielleicht brauchen wir es später irgendwann nochmal. Stasisbehälter aufgenommen, entkommener Behälter aus einem abgestürzten Transport zwischen Erde und Mars. 1 von 4 Stasisbehältern. Entkommener Behälter? Hä? Und letzte, C. Peters. Ja, Blutgruppe A, männlich 46. Stasisbehälter aufgenommen, zurückkehrender Luxusgütertransport. Keine Überlebenden, 1 von 12 Stasisbehältern. Es ist immer nur... Die fischen sozusagen die Reste aus dem Universum auf. Aus unserem Sonnensystem. Oder aus unserer Milchstraße erstmal. Ja, aus unserem Sonnensystem, stimmt schon. Und was machen die mit uns? Das ist eine gute Frage. Produktlager-Benachrichtigungen. Hinweis. Wir freuen uns, zusätzlich die Dr. Essex Sarah Salvatore, die neue Krankenschwester für das Produktlager, willkommen zu heißen. Es war für uns alle ein trauriger Tag, als Schwester Danny uns verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Hinweis. Da unsere Kloneinrichtung als zu kostspielig eingestuft wurde, freuen wir uns darüber, dass unser Produktlager zu einer Ebene 6 Einrichtung hochgestuft worden ist. Was höre ich denn da bitte? Wir sind jetzt
der wichtigste Lieferant für menschliche Präparate der gesamten Einrichtung. Nach dem unglücklichen Zwischenfall im Produktlager 2 wird es regelmäßige Upgrades und Wartungen geben. Beginnt mit einem neuen Sperrmodus und Sicherheitssystem. Wir bedanken uns für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz. Hinweis: Vor 2 Wochen kam es im Produktlager 2 und 3 fälschlicherweise zu einer Sicherheitsabsperrung. Die Kane Corporation hat den Betrieb auf beiden Stockwerken eingestellt, bis eine Reinigungscrew die Situation beurteilt hat. Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass es aufgrund der Notfallbelüftungsprozesse zu 17 Todesfällen bei der Crew und einem Verfall von 12 ungeöffneten Produkten gekommen ist. Wir sind also Produkte. Kann man hier. Ah ja, okay. Wir sind also Produkte. Produktlager, okay. Hier kam es auch mal zu irgendeinem Unfall, wodurch viele Produkte, in Anführungsstrichen, ja, beschädigt oder kaputt gegangen sind, also letztendlich gestorben sind. Okay. Sind wir so eine Art, Ersatzteillager? Oder was? Das geht offenbar nicht. Infirmary, das ist doch, glaube ich, heißt doch Krankenstation, oder? Ja, ich glaube schon. Bildschirme. Rauschende Monitore sind entlang der Wand aufgereiht. Alle Bildschirme geben das gleiche trübe, verzerrte Bild wieder. Was ist eigentlich hier passiert? Habe ich mich nicht ganz rausbekommen. Warum ist diese Dose auf einmal hier lang gerollt? Und was hat eigentlich diese Blutspur zu bedeuten? Wahrscheinlich nichts Gutes. Hier kann ich auf jeden Fall lang. Okay, ich will mal gucken, ob ich mal hier rein kann, in die Krankenstation. Möglicherweise hätte ich mal speichern sollen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Im Idealfall mache ich das mal jetzt. Ich nehme mal, das kann ich hier oben machen. Ja, ich klicke mal da oben rauf. Wahrscheinlich hier. Spiel speichern. Sehr schön. Was haben wir hier? Kinderbett. Ach du Scheiße. Ein Knäuel zerschlissene Bettlaken schimmelt in dem Kinderbett vor sich hin. Heißt also. Also meine bisherige Theorie ist ja einfach, dass wir sozusagen lebende Organspender sind oder auch unfreiwillige Organspender sind oder für irgendwelche Tests verwendet wurden. Was Projekt Kitchen Knife ist, also Küchenmesser, keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich das rausfinden möchte. Ein weiteres Kinderbett. Licht strömt durch die Stangen und bewirft bewegungslose Schatten auf die Wände dahinter. Okay. Krankenhausbett. Ein kahles Krankenhausbett steht in der Ecke. Die Seitenstangen sind nach außen gebogen und Kopf und Fußteil sind zerbrochen und sehen aus, als ob dies durch eine große Wucht geschehen ist. Mhm. Trennwände. Mehrere Krankenzimmertrennwände, derer sich eilig entledigt wurde. Ja. Wo komme ich hier hin? Komme ich wirklich zu einer Krankenstation? Und wenn ja, kann mir dort geholfen werden. Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank. Ich hoffe übrigens, dass die Schrift für euch groß genug ist. Sicherungskasten. Dies scheint ein Verteilerkasten für das Stromnetz der Krankenstation zu sein. Er verfügt über mehrere Sicherungen, um Systeme in der Krankenstation mit Strom zu versorgen. Das gucke ich mir mal an. Ah ja, ein kleines Rätsel. Wo kann ich hier hin? Alles zurück, okay. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nicht die Leitungen. Nicht die Leitungen. Das nicht, das nicht, das nicht, das schon. Okay, lebenserhaltende Maßnahmen, Strom, Roboterchirurg und Dogmate-Scanner. Kann ich was? Das kann mir helfen, da ich sowieso ein Herzproblem gerade habe. Ah ja, das kann ich euch nicht machen. Okay, dann mache ich mal das nochmal. Das. Das da. Ah, ich kann nur drei machen. Nur zwei machen. Kann ich das denn und das da anmachen? Emergency life support active. Okay. Was wäre das hier? Das ist der Hauptschalter, den brauche ich offenbar immer. Das ist offenbar Strom einfach nur. Dogmate Scanner active. Ich glaube, den nehme ich erstmal. Dogmate Scanner. Scanner kann nicht so viel kaputt machen. Der kann mir erstmal sagen, was bei mir alles so kaputt ist. Was ist das denn? Chirurgische Ausrüstung. Mehrere chirurgische Instrumente wurden auf dem OP-Tisch zurückgelassen. Sie sind verrostet und blutverschmiert. Genau die brauche ich doch jetzt. Was ist das? Eimer für biologischen Abfall. Aus dem Eimer mit der Aufschrift biologischer Abfall dringt ein penetranter Verwesungsgeruch hervor. Ach, wie schön. Eimer für chirurgischen Abfall. Der Eimer für chirurgischen Abfall scheint sauber und leer zu sein. Auf dem sich ablösenden Etikett auf der Seite des leeren Abfalleimers steht ausschließlich überschüssige Chirurgieausrüstung. Und leere Abfalleimer. Der Abfalleimer ist leer. Okay, gehen wir erstmal hier rein.
Dockmate Scanner active. Multiple injuries detected. Emergency medical kit created. Nanite solution, anticoagulant, and morphine combination suggested. Thank you for using DocMate Systems. Have a nice day. Die werde ich mit Sicherheit haben. Ah ja, hier kann ich jetzt irgendwas machen. Guck mal an. Yeah. Der Patient, der sich selbst heilen muss, mehr oder weniger DocMate Scanner Terminal. Die Computerterminals sind von einer klebrigen Schleier aus Spinnennetzen und von Staub überzogen. Was darauf hindeutet, dass sie seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden sind. Aber hier kann ich auch was machen. Schublade für Notfallmedizinkit. Das Notfallmedizinkit liegt auf dem leuchtenden Tablett und ist automatisch mit der nötigen Medikamentendosierung gefüllt. Na, wie praktisch. Ich glaube, diesen Roboter-Chirurg-Arm muss ich mir auch mal gleich angucken. Ich befürchte es fast. Ah ja, ach so, ich habe Inventar. Wusste ich nicht. DocMate-Systemmischung. Leere Injektionsspritze. Wenn ich das mal hier reinmache, kann ich das... Ja. Von der Injektionsspritze kann ich, wenn ich das jetzt mal hier auf... mich anwende. Deep breath. Ist das dann gut? But Dad, Sammy said that if you have bad dreams and you can't wake up that, you'll be stuck in them forever. Well, I'll have a good talk to Sandy's parents. But is it true? Becca, don't worry, you won't have any dreams for the entire trip. Du Scheiße. But if you do, just squeeze Teddy and I promise they'll go away. Now legs up, lay down. There you go. Sweet dreams, my girl. No! Wait. Sing it. Sing the song. John, looks like we have a song to sing. Go to sleep, my baby girl, in your warm bed. Soon you will rise again, so drift away, sleepy head. Dream of us, and you will see. Monsters can't harm you or me. Close your eyes again, and worry no more. Stars and the moons, they will pass us by soon. A new day will surely be upon you and me. So go to sleep, my baby girl, in your warm bed. Soon you will rise again, so drift away, sleepy head. You know, you could have just told her that we're gonna have so many drugs in our system that we'll barely remember our own names. Yeah. Somehow squeezing Teddy seemed a little more comforting than you'll be in a drug-induced coma. We are almost done here. Do I get a Teddy? You get a hug. Rebecca? Fürchte, das war unsere Familie. My wife, my child. I need to find someone. I need to get out of here. Das ist wohl richtig. Vital medical functions have been restored to benchmark levels. Okay. Mich würde mal interessieren, ob es uns gelingt. Warte mal, da speichere ich vorher nochmal, bitte. Das war schon ganz gut, glaube ich, gerade. Spiel speichern. Ich würde sehr gerne mal den Chirurg anschalten. Das war das. Lebenserhaltende Maßnahmen. DocMate Scanner. Was ist lebenserhaltende Maßnahmen eigentlich gewesen? Das da? Emergency life support active.
genau. Was genau bedeutet das jetzt hier zum Beispiel? Dogmate-Scanner, bla bla bla. Beatmungsgerät, was ist das denn bitte? Das Beatmungsgerät steht still, und nicht mehr in der Lage, Leben zu erhalten. Oh ja, wie auch immer. Dogmate-Scanner Terminal, ja, das ist okay, aber was war es mit der Lebenserhaltung? Das machen wir am besten gleich. Wahrscheinlich ein Lebenserhaltungssystem, wahrscheinlich für das gesamte Schiff gedacht, vielleicht möglicherweise. Warte mal, ich mache mal kurz hier das Ding an. Eine kleine Sicherung wieder durch. Und ich würde ganz gerne mal. Ich würde ganz gerne einfach mal so gucken, was passiert, wenn ich mich jetzt mal dorthin begebe. Roboter Chirurgarm. Beziehungsweise kann ich jetzt hier irgendwas Sonstiges noch machen? Nee. Nicht wirklich. Na gut, dann schalte ich nochmal die Lebenshaltung an. Und begebe mich außerhalb des Raumes. Moment. Ah, du kannst rennen. Ach, wie schön. Einmal das. Und nochmal das. Und nochmal das. Wunderbar. Das heißt, wir gehen hier wieder raus.